This is Master Fly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. Cause we like freedom, flying with the birds, flying high, but I can't even bring myself down to the whole sky. Back again, feeling like I'm really dry. Oh shit, maybe I should get something in my lips. No chapstick, so I guess I'm stuck. Oh shit, I did bring some, man. See, I did, you guys. I wasn't lying. Eine wichtige Durchsage für die Mitarbeiter der NSE. Bitte starten Sie auf dem Gerät jetzt. Ja, und da sind wir hier wieder auf Sendung bei Alex, dem offenen Kanal für Berlin mit der Wendeberater-Sendung. Und ich begrüße hier alle Hörer und Hörerinnen sowie bei meiner abhörbaren Sendung des Wendeberaters. Und unser heutiges Thema ist die Initiative Mein Grundeinkommen und die Frage, ob das ein hartes Los für die Gesellschaft wird. Wobei die Initiative Mein Grundeinkommen nicht einfach nur als Glücksbringer zu verstehen ist, sondern auf ein Grundrecht aufmerksam macht, welches jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt bedingungslos zusteht. Im Studio zu diesem innovativen Thema begrüße ich heute Christiane und sage erstmal Hallo. Und stimme uns auf dieses innovative Thema und auf die heutige Sendung, sage ich mal, mit einem entsprechenden Titel ein. Ja, übers Grundeinkommen haben wir ja schon viel gehört, beziehungsweise viele Menschen sind inzwischen über diese Thematik informiert. Leider noch nicht alle, aber auch das kriegen wir hin. Aber direkt die Initiative Mein Grundeinkommen ist ja nochmal was ganz Besonderes oder eine völlig neue Entwicklung in dieser Thematik drinne. Christiane, kannst du uns erstmal erklären, worum es bei diesem Projekt eigentlich geht? Ja, meingrundeinkommen.de ist quasi eine Kampagne für das Thema Grundeinkommen, allerdings mit dem Unterschied, dass wir einfach das schon versuchen. Wir probieren das schon aus, was bisher nur Theorie sein konnte, indem wir crowdfunden, das heißt, die Menschen, die spenden wollen, die Idee toll finden, spenden Geld. Und immer wenn wir 12.000 Euro zusammen haben, verlosen wir das an einen von den Menschen, die sich auf mein-grundeinkommen.de angemeldet haben, und die bekommen das dann für ein Jahr als Grundeinkommen ausgezahlt. Mittlerweile haben wir 5 verlost. Am Wochenende wird jetzt das 6. und 7. verlost und das 8. ist auch schon wieder zu 2.500 Euro voll, habe ich gestern gesehen. Mhm. Also das geht. Das macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Und nochmal zu erklären eben halt, also wie gesagt, es wird derzeit verlost. Aus der Reihe kommt dann sofort oder deswegen kommt eigentlich auch sofort Kritik. Ja, das ist ja so wie Art Brot und Spiel. Ist ja gar kein richtiges Grundeinkommen. Würde ich sagen, ja, richtig, ist kein richtiges Grundeinkommen, aber ist ein Anfang zu diesem Weg dorthin. Und nochmal betont, es kann jeder mitmachen. Und so ist auch einer der ersten 5 Gewinner, glaube ich, ein 8-jähriger Junge gewesen, der total happy war und irgendwo, ich habe nur so gelesen, wir werden jetzt reich und so. Also es kann wirklich, sage ich mal, vom ersten bis zum weitergehenden Lebensjahr kann jeder dran teilnehmen. Ja, es ist so, dass Menschen, die Kinder haben, unter ihrem Profil, wenn sie sich anmelden, für die an der Verlosung teilzunehmen, ihre Kinder eintragen können. Ja. Und somit, das ist ja auch die Idee des Grundeinkommens, dass jeder Mensch ein Recht auf Existenzsicherung hat und dieses Grundeinkommen bedingungslos gezahlt wird, egal wie alt jemand genau. ist. Genau. Und da kann man natürlich, also das ist ja auch eigentlich der Hintergrund, dass ja eigentlich eine Debatte angestoßen wird, ja. Ne? Dass wir endlich wieder kraftvoll mit diesem Thema in die Gesellschaft kommen, ne? Weil das ist ein bisschen eingeschlafen, sage ich mal, im letzten Jahr. Und deshalb ist das eine fantastische Initiative und da geht ja sofort eine Debatte los, eben halt, ja, Kinder, nur die Hälfte, ne, zum Beispiel.
Ja. Und, ne? Und überhaupt eben halt, wie jetzt Geld fürs Nichtstun geschenkt bekommen, wo ich versuche immer darauf aufmerksam zu machen, nee, ist nicht geschenkt, ist ein Grundrecht. Eigentlich die Nutzung der Ressourcen unseres Planeten ist ein Grundrecht, gehört nicht einer kleinen Elite, die uns an der Teilhabe, sage ich mal, für kleines Geld, ja, Drecksarbeit machen lässt und so weiter. Und ist eigentlich die Umsetzung des Freiheitsgedanken schlechthin und freibestimmt leben. Bin da selber inzwischen voll begeistert. Muss dazu sagen, die Idee ist nicht, sage ich mal, direkt vom Michael Bohmeier. Ich weiß nicht, ob er sie vorher schon mal irgendwo aufgeschnappt hat und dann umgesetzt hat, ob er sie für sich autark bekommen hat. Ich hätte ihn gerne befragt, aber ich habe schon gehört, es entwickelt sich alles in so rasantem Tempo, ne, dass er auch heute nicht selber dabei sein kann. Ich weiß, die Potsdamer Initiative Grundeinkommen hat voriges Jahr versucht, sowas umzusetzen, und sie sind an rechtlichen Dingen gescheitert. Hast du da Hintergrundwissen, warum der Micha das jetzt schafft, wie das? Wir haben einen Verein gegründet. Und der ist gemeinnützig. Mhm. Diese Verlosung gehört aber quasi nicht zum Verein, weil das ein eigenes, es ist halt eine Verlosung. Und ja, das ist im Moment der einzige Weg, wie wir so ein großes Projekt, denn unser Ziel ist ja in 2015 100 Grundeinkommen verlost zu haben, wie wir das hinbekommen. Wir müssen uns einfach was Neues ausdenken. Klar, die Ideen sind alle schon lange auf dem Tisch. Und der Micha Bohmeier hat es jetzt einfach mal gemacht. Und Der Zeitqualität entsprechend sozusagen. Und ich sage immer, wenn ich U-Bahn fahren will, gucke ich auch nicht unter die U-Bahn, wie es funktioniert, sondern es funktioniert. Ich finde es fantastisch einfach. Und es macht Spaß, dazu zu gucken. Es macht Spaß, mitzumachen, weil es gibt eine unheimliche positive Energie. Und selbst wenn ein anderer gewinnt, freut man sich für den. Ja, das ist so. Man muss sich auch vorstellen, bisher sind etwa 100.000 Euro gespendet worden von Menschen, die das Geld spenden, ohne zu wissen, was die anderen damit machen. Das heißt, es ist ein enormer Vertrauensvorschuss auch. Und das ist ja im Grunde auch das, was das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet. Es ist Vertrauen in die Menschen. Ja. Vertrauen in die Aktivitäten, in die Kreativität, dass Menschen etwas tun, wenn für ihr Einkommen gesorgt ist, wenn sie nicht unter Existenzangst leiden müssen. Und das ist einfach auch so eine schöne Botschaft. Und diese Crowd, die sich da gebildet hat für das bedingungslose Grundeinkommen, für dieses Thema, ist einfach, wir wissen alle, es ist ein Experiment und es ist ein Pilotprojekt. Und wenn wir es nicht schaffen, dann wird es keiner schaffen. Also halten wir alle zusammen und jeder tut, was er kann. Manche können kein Geld geben. Das ist auch gar nicht, dann geben sie kein Geld, sondern sie geben vielleicht eine Idee. Es kommen ich mache ja auch den Support, kommen so tolle Ideen, die leite ich dann gleich weiter, haben wir auch schon aufgegriffen. Ja? Also viele von unseren Ideen kommen aus der Crowd. Ja. Man merkt die Begeisterung, hört man dir mit an, die Leidenschaft, mit der du da drinnen hängst. Und das würde ich erstmal musikalisch auch versuchen, mal rüberzubringen, was das auslöst. Und um danach mal zu erfahren, warum du persönlich da so tief reingestiegen bist. 88.4, kreatives Radio für Berlin. Alex, guckste, hörste, klickste. Ja, und das heute zum Thema Grundeinkommen mal direkt, obwohl ich ja eigentlich keine Grundeinkommenssendung mehr hier mache, sondern die Wendeberater-Sendung. Aber ja, Grundeinkommen ist so ein innovatives Thema, muss man einfach dranbleiben. Und Christiane, wie bist du dazu gekommen, sage ich mal, jetzt auf diese Initiative Mein Grundeinkommen? Und was ist deine persönliche Motivation, dich da so einzubringen? Also ich habe davon gehört, schon im Vorfeld so über die Ideen und habe das dann sehr mit großer Spannung verfolgt, mich natürlich auch gleich angemeldet und habe dann im Oktober, November eine Initiativbewerbung geschrieben, weil ich dachte, ich möchte da mitmachen. Ich möchte das, was ich kann, mit einbringen. Ich mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ja, bin seit Dezember im Team, eben für Pressearbeit und auch für die Betreuung der Gewinnenden. Es werden ja noch deutlich mehr werden. Bis jetzt haben wir die 5. Und meine Motivation ist, dass die Idee, die Vision, bedingungsloses Grundeinkommen bekannt zu machen. Es ist einfach noch viel zu unbekannt. Ich merke das. Ich spreche ja viel darüber. Als ehemals alleinerziehende Mutter war das für mich auch ein großes Thema. Es hätte mein Leben
deutlich leichter gemacht. Ich bin von einer Karrierefrau in quasi in ein Prekariatsverhältnis oder Leben gefallen. Und das ging auch gar nicht anders, wenn ich meinen Job als Mutter gut machen wollte. Und deswegen ist meine Vision, das Grundeinkommen irgendwann umzusetzen, hier an diesem Projekt so nah dran wie noch nie. Also wir können jetzt das schon machen. Wir bieten es einigen. Es ist natürlich ein Experiment, aber ja, werden wir sehen, was wir damit machen, und ich möchte mich einbringen. Das heißt, aus dieser Entwertung, die ja, sag ich mal, Mütter heute erleben, ne, bist du nicht in die innere Kündigung gegangen, sondern ja, hat es dich irgendwie energievoll zum mein Grundeinkommensprojekt eben halt hinein mit katapultiert, kann man ja beinahe sagen, so wie du da auch mit drinne wirkst. Und ich denke mal, es tut dir auch gut, da drinne zu wirken. Ja, natürlich, total, weil es ist ein gesellschaftliches Projekt, was Sinn macht. Mein Job früher war Werbung machen. Damit habe ich viel Geld verdient, aber es war gesellschaftlich nicht wirklich wertvoll. Ja, deswegen bin ich ausgestiegen. Und dieses Projekt hat einen hohen gesellschaftlichen Wert für mich. Es steckt eine Vision dahinter. Es sind lauter Menschen, die an diese Vision glauben und die ihre Ideen einbringen, ungeheuer kreativ und spritzig sind. Und das macht natürlich Spaß, damit zu wirken und mich einzubringen. Ja. Ich möchte mal nochmal jetzt auf die Veranstaltung am Sonntag zu sprechen kommen. Es wird das 6. und 7. Grundeinkommen verlost. Es ist nochmal eine große Spende, glaube ich, eingegangen, wodurch das 7. jetzt noch eben halt rechtzeitig zusammengekommen ist. Und ja, wie sieht's jetzt aus? Ich will jetzt dran teilnehmen, bedeutet, ich gehe auf die Webseite, melde mich an. Genau. Auf die Webseite www.mein-grundeinkommen.de oder auch einfach mein-grundeinkommen.de, dort ein Profil anlegen, schauen, was da alles anzuklicken ist. Das wird oft übersehen, aber ja, es gibt die Möglichkeit, sich mit Kindern anzumelden, nach erfolgter Anmeldung der eigenen Person, kann man eben die Kinder hinzufügen. Dann kann man seine Ideen, was würde ich machen, wenn ich dieses Grundeinkommen hätte, was konkret würde ich in meinem Leben damit tun, da kann man entweder auf die Ideen, die schon die 30.000 Menschen, die sich da bisher angemeldet haben, schon mal eingeschrieben haben, kann man sich dranhängen und sagen, ja, das würde ich auch tun. Oder es gibt was man selber gerne tun würde, trägt man ein. Und es gibt dann diese beiden Unterstützungsvarianten, die in das Grundeinkommen einfließen, ohne dass man einen Cent dafür zahlen muss. Das ist nämlich die Crowdbar. Genau. Das ist eine App, die man installieren kann, oder die Crowdcard. Eine Bonuskarte praktisch, es ist eine Payback-Partnerkarte, die bei Offline-Einkäufen genutzt werden kann. Das heißt, man generiert Geld, ohne selber auszugeben. Und ja, an der Stelle bin ich hier in der Radiosendung bei einem riesigen Spagat, was ich gerade mache. Denn ich sag mal, wir dürfen eigentlich in dieser Sendung hier oder bei Alex keine Werbung für Produkte, für Dienstleistungen und so weiter machen. Da ich das aber für ein absolut tolles Projekt halte, habe ich gesagt, hole ich mir trotzdem das ins Radio. Und ich muss mal auch dazu sagen, eben halt der Hintergrund, warum wir hier keine Werbung machen dürfen, ist, dass dieses Studio, die Technik, die Lehrgänge, die man bekommt, die Technik, die man sich ausleihen kann, ist für den Bürger nicht nur kostenlos, sondern es ist gesetzlich verankert, dass er das Recht hat, dieses zu nutzen. Und das finde ich so fantastisch, und da sage ich natürlich auch, klar, dafür bitte auch jegliche Kommerzialität raushalten. Ne? Also wie gesagt, das ist der Spagat, wo ich im Moment hier so ein bisschen drinne bin, weil ich möchte für das Produkt eben halt auch über diese Radiosendung informieren und natürlich auch Menschen dafür begeistern, mitzumachen. Ne? Und ja, aber gleichzeitig darf ich oder möchte ich keine Werbung für finanzielle Dinge machen. Deshalb einfach auf die Seite raufgehen, sich dort die Möglichkeiten angucken, und ja, es entwickeln sich ja weitere Ideen auch daraus. Ne? Da sind ja schon irre Dinge im Kommen, und bevor wir darauf eingehen, mache ich erstmal wieder die passende Musik dazu. Rich Man's World 88.4 Kreatives Radio für Berlin. Alex, guckste, hörste, klickste.
Ja, hier im Hintergrund ist gleich eine heiße Diskussion eben entstanden, welchen alten Titel man hätte spielen sollen. Beatles, Ärzte, alles war hier jetzt im Angebot. Ich hatte das gerade greifbar und dachte mir, ein bisschen konträres Programm brauchen wir auch. Verschiedene Hörergruppen wollen wir ja irgendwie auch erreichen. Und wir sind immer noch in der Wendeberater-Sendung zum Thema Mein Grundeinkommen zur Initiative, Mein Grundeinkommen. Und wir waren ja dabei, dass im Prinzip Geld generiert wird. Und Christiane, du sagtest nochmal eben halt, das ist so eigentlich, kann man sich vorstellen, ja, wie die Mehrwertsteuer, wie die Umsatzsteuer? Ja, was uns so wichtig ist, wir machen ja ein Experiment. Und es kann natürlich nicht funktionieren, wenn man sagt, es kann nur auf Spenden basieren, sondern wir wollen es auf breitere Füße stellen, so wie ein echtes Grundeinkommen in der Gesellschaft auch finanziert werden würde, nämlich über Umsatzsteuereinnahmen, die in das Grundeinkommen fließen. Und sowas bilden wir in klein ab, in dem Rahmen, wie es uns möglich ist, was in unserem Rahmen machbar ist. Das bedeutet, dass Menschen durch ihr Konsumverhalten, was sie so oder so haben, Lebensmittel braucht nun mal auch jeder. Und wer mehr kauft, kann mehr über dieses System des Bonussystem, wie wir es jetzt im Moment nutzen, was aber eigentlich nur eine Übertragung ist für das Umsatzsteuersystem, was wir uns vorstellen, ein echtes Grundeinkommen finanzieren könnte. Genau. Und je mehr ausgegeben wird, desto mehr fließt da rein. Ne? Also ich selbst, sage ich mal, habe im Hinterkopf dabei immer das Konsumsteuermodell zum Beispiel von Götz Werner. Ich weiß, dass damit einige oder viele Menschen akkord gehen, andere haben da schon wieder ein Problem mit, favorisieren andere Modelle, ist aber zur Verdeutlichung, sage ich mal, wer dort drin steckt in der Materie, ganz gut zu denken, auch weil es ja diesen Film von den Schweizern gibt, Kulturimpuls Grundeinkommen, und da wird es ja richtig schön erklärt, wie man aus diesem Wirtschaftskreislauf heraus das generiert, wie ja eigentlich auch die Gelder schon längst in den Produkten drinne stecken und, ist ein ganz toller Film, kann man übrigens über bge-film.de sich den Film dort angucken, und da sind auch noch andere Projekte, Filmprojekte eben halt zum Grundeinkommensthema verlinkt, und da bin ich gleich schon, sage ich mal, Thema Schweiz, weil es ist schon eine neue Idee in Vorbereitung, auch direkt Produkte eben halt anzubieten, aus dessen Umsatz heraus oder aus diesem Erlös heraus sich dann wieder die Mein Grundeinkommenskasse füllt, ne? Und da ist das erste Produkt, was auf den Markt kommt. Das ist die Grundeinkommenscola, die kommt aus der Schweiz, genau. Und die hast du, Michael, nach Deutschland geholt. Es ist super. Also es ist eine total geniale Idee, weil wir damit auch das nochmal realer werden lassen, was ein echtes Grundeinkommen bräuchte. Das simulieren wir jetzt sozusagen in klein. Und diese Grundeinkommenscola hat einen kleinen Anteil, der bei jedem Kauf dieser Cola geht ein kleiner Anteil in das nächste Grundeinkommen. Genau. Ne? Und da muss ich jetzt wieder die Brücke schlagen, weil wir wieder eigentlich keine Produktwerbung machen können. Auf dieser Cola steht drauf, was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wird? Es soll eigentlich die Diskussion anstoßen. Das war die Idee der Schweizer eben halt. Ja. Ne? Und dann habe ich irgendwo das Ganze gesehen und habe mir gedacht, Mensch, die Cola, ne, für Grundeinkommen benutzen und so weiter. Und da sind sofort weitere Ideen mit rangekommen, dass man eigentlich in Richtung Gemeinwohlökonomie denken kann, ne, und Firmen, sage ich mal, das Siegel von meinem Grundeinkommen dann benutzen können, eben halt, wenn sie sich dran beteiligen an dem Ganzen. Und man diese verschiedenen Thematiken, Gemeinwohlökonomie. Dann haben wir im Bereich, sage ich mal, von Ralf Böß, von der Grundeinkommensbürgerinitiative, entsteht eine Initiative, die nennt sich Atmosphäre Arbeit. Das bedeutet also, dass Arbeitgeber ein Siegel bekommen, wenn sie faire Löhne zahlen, wenn sie keine Rückmeldung an Jobcenter machen, diese ganze Bewerbungsmisere und so weiter. Und da kommt eine Idee zum anderen, aber das ist jetzt der nächste Anfang. Leider ist die Webseite noch nicht überarbeitet, man kann es da noch nicht so drauf sehen auf der Seite, aber ich denke mal, es wird in den nächsten Tagen passieren. Und es ist einfach wichtig, all das zum Gespräch zu machen und vor allen Dingen auch zu evaluieren, was haben die Menschen für Fragen, was ist es eigentlich? Also bis jetzt erlebe ich das in der Politik, wird das weitestgehend ausgebremst. Es gab die tolle Initiative, die Petition von der Susanne Wiest,
die ist praktisch ins Leere gelaufen, obwohl sie eine derart große Unterstützung hatte, wo man sieht, aus der Bevölkerung ist sehr großes Interesse an dem Thema. Aus der Politik wird dem Thema nicht so viel bisher, bis auf vielleicht die Piraten, so viel Wertschätzung beigemessen. Ich weiß es nicht. Ja, also ja, es gibt auch andere Parteien, die sich da einsetzen. Dennoch, es gibt es auch schon lange im Übrigen, es ist ja keine neue Idee. Es liegt ja auch schon lange in Schubladen. Und wir holen es jetzt einfach mal raus, bringen es auf den Tisch und dann wird darüber geredet, weil das Bedürfnis auch da ist. Mhm. Ja, und was uns so wichtig ist, ich habe vorhin gesagt, es kommen viele Mails mit guten Ideen. Genau das wollen wir ja auch. Wir wollen an diese Gemeinschaft der Leute, die an diese Vision glauben, die dafür was tun wollen, herantreten und sagen, gebt uns eure Ideen. Welche Fragen habt ihr? Was müssen wir klären? Was müssen wir, also wo stehen wir überhaupt? Da gibt es noch gar keine großen Erhebungen und das ist ein Anfang jetzt. Ja. Also ich werde oft gefragt, weil ich mich ja auch sehr aktiv zum Grundeinkommen einbringe. Ja, Micha, wie glaubst du denn, dass man das Grundeinkommen einführen könnte? Und da sage ich eigentlich, ja, wir machen einfach ein weltweites Pilotprojekt und dann ist gut. Ne? Und das ist für mich, mein Grundeinkommen ist der Anfang davon, von der praktischen Umsetzung sozusagen. Ja, also nicht, wir sind aus der Diskussion noch lange nicht raus. Die muss eigentlich gesellschaftlich erst richtig angestoßen werden. Aber wir tun es, indem wir es jetzt praktisch umsetzen und irgendwo jeden Menschen mit auffordern, bitte nicht meckern drüber, sondern sich mit einbringen und es mitformen und gestalten. Ja, und es ist tatsächlich, mein Grundeinkommen, die Initiative ist auch international. Also ja, es ist nicht auf irgendeine Nationalität beschränkt, sondern da kann jeder. Weltweit kann sich jeder anmelden. Eben halt, das soll sich weltweit entwickeln. Ich weiß, es gibt sogar schon eine Bewegung auch in Silicon Valley und so weiter, wo schon Kontakte bestehen, kriege ich alles so ein bisschen mit. Ich wollte mal noch sagen, was ich eigentlich als so fantastisch an diesem Projekt finde, ist, dass es umgesetzt wird, ohne dass wir die politische Elite, die Politiker brauchen. Ja, und das ist für mich als Wendeberater gerade so herzerfrischend. Ja, weil ich weiß, aus der Erfahrung der ostdeutschen Wende heraus eben halt, die Politiker selbst sind für eine gesellschaftliche Wende völlig unwichtig. Ja, und wenn sich dann irgendwann mal ein Politiker hinstellt und sagt eben halt, ja, das könnt ihr doch nicht machen, können wir irgendwas sagen, doch, können wir. Du siehst es doch. Ja, und wir brauchen dich nicht. Ne? Und die Frechheit, die ich noch dabei sehe, ist eben halt, dass mir ein Mensch, der weit über 4.000 Euro monatlich verdient, mir sagt, du kannst doch von unter 400 Euro leben. Das ist machbar, das haben wir ausgerechnet, eben halt, alles kein Problem. Ja, und nun füge dich bitte. Ja, und das erzeugt bei mir auch eine Wut ohne Ende eigentlich. Und auch darin ist meine Aktivität auch begründet. Und wie gesagt, das finde ich bei meinem Grundeinkommen. Ja, es ist erfrischend und vor allen Dingen der Mut, der darin steckt, diese Vision einfach mal umzusetzen. Ja, man kann natürlich Wochen, Jahre lang reden über Themen, kann sie platt reden oder man macht mal einfach was. Und das finde ich einfach so toll an der Initiative. Genau. Und da denke ich mal jetzt an meinen Freund Gerhard Becher alias Tom Dörner, der auch Liedermacher ist und der sich auch, sage ich mal, in dieses Hartz IV irgendwo zurückgezogen hat, damit er kreativ arbeiten kann. Er hat zum Beispiel auch schon ein Buch darüber geschrieben, wie er das alles erlebt und erfüllt hat. Und ja, ich mache einfach mal ein Lied zum Thema von ihm zu unserem Thema heute. Kreatives Radio für Berlin. 88,4. Ja, wir sind hier immer noch bei der Wendeberater-Sendung zum Thema Mein Grundeinkommen, zur Initiative Mein Grundeinkommen, die Grundeinkommens, Grundeinkommen verlost für ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro für jeden, der sich dort anmeldet, weltweit. Und wir haben gerade immer, wenn die Musik läuft, haben wir auch schon immer heiße Gespräche natürlich zu dem ganzen Thema. Und Christiane, du sagtest auch, es triggert eigentlich auch Menschen, die sofort irgendwo mit weiteren Ideen kommen. Und du hast gerade eben eine angesprochen. Erzähl mal darüber, bitte. Ja, das ist super. Es kam über Support, kam eine Mail rein. Hier gibt es so eine Suchmaschine, die gemeinnützig ist. Wie wäre denn sowas für euch? Fand ich super sofort die Idee, gleich weitergeleitet und die ist natürlich total gut angekommen. Wir programmieren schon da dran. Also wir bauen gerade eine Suchmaschine, die bei jedem Eintrag einen geringen Betrag auch wieder in die Crowd bringt. Also
Oder was haben wir? Ja, viele Hinweise. Manchmal sind es auch nur Fragmente, dann baut man die zusammen und dann entsteht daraus die nächste Idee. Also es ist einfach, das Schöne ist, ja. Jetzt soll ich wieder übernehmen? Ja, bitte. Gut. Ja, nein, ich kann ja wirklich auch ehrlich dazu sagen, ich habe mich natürlich ins das Projekt auch schon mit wieder eingeklinkt mit meinen Aktivitäten und man hat es ja ein bisschen mitgekriegt, das mit der Cola eben halt, das habe ich da irgendwie, ich habe einfach nur die Dinge zusammengebracht, das finde ich ja so fantastisch, dass wir jetzt so, ich sag mal zum Beispiel, ich bin in ein Antikriegscafé reingegangen und habe dort gesagt, guck mal, was wir hier Neues haben eben halt und da sagte er, der Inhaber sofort, oh, da muss ein Antikriegsaufkleber rauf. Ja, weil das ist im Moment ein aktuelles Thema. Dachte ich, um Gottes Willen, wenn wir jetzt alle Themen mit auf diese darauf kleben eben halt, ne, dann sieht keiner mehr, was das eigentlich ist. Und aber trotzdem, eine tolle Idee eben halt. Machen wir eine Edition, eine Antikriegsedition. Und. Also so kommt eine Idee nach dem anderen eben halt dazu. Und wenn du den Support machst, was habt ihr so für ein Aufkommen an Anfragen oder Vorschlägen jetzt, was da so kommt? Boah, ich würde sagen, am Tag 50 Mails. Etwa. Und wenn der Newsletter raus ist, dann kommt auch schon mal massiv mehr. Ja. Da habe ich dann gut zu tun. Ja, ja. Ansonsten habe ich ja, ist das ja jetzt nicht mein Hauptbereich. Aber ich finde es so schön, das zu machen, weil ich eben auch direkt den Kontakt habe, direkt das Input kriege von den Leuten, die sich mit der Idee so identifizieren können und selber dafür brennen oder schon lange gebrannt haben und froh sind, dass endlich jemand da ist, der das mal reell umsetzt, ne? Genau. Ein bisschen ein Problem, wo ich immer sage, ich habe mit auch durch meine Aktivitäten, die ich zum Thema Grundeinkommen, es kommen sehr viele Menschen mit Ideen und immer mit der Aufforderung, ihr solltet, macht mal und so weiter, ne? Wo wir schon immer ein bisschen so frech in unseren Kreisen sagen, ja, tolle Idee, wann lieferst du? Ja, das kenne ich auch, genau. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Job. Aber ich freue mich darüber, über alles, was ich da entnehmen kann. Ich finde überhaupt schon, Ideen einzubringen, selbst wenn sie am Ende nicht so vielleicht umsetzbar sind, sondern anders. Aber es kann ja ein ganz wichtiger Impuls sein. Und insofern freue ich mich über jede konstruktive Idee, die da reingebracht wird, weil es auch Unterstützung zeigt. Also für uns ist es auch ganz wichtig, dieses positive Feedback, was da kommt. Also teilweise kann ich die Mails nur wegklicken, nachdem ich mich darüber gefreut habe. So, oh, danke, dass es euch gibt. Weiter so, wir sind für euch da. Also ne, wir machen mit. Das ist für uns auch total wichtig, so als Feedback, dass wir eben nicht einfach agieren, sondern dass wir wirklich diese massive Unterstützung auch, persönliche Unterstützung der Menschen. Kommen wir wieder zum Thema hin, der Mensch kann ohne Anerkennung nicht leben. Ja. Und dann solche E-Mails eben halt Dankeschön zu bekommen, dass man das umsetzt, ist schon fantastisch, eben halt das stärkt, eben das gibt was zurück. Und ich wollte aber ein bisschen auf das Thema hinauskommen, eben halt, was ich versuche in den Aktivitäten oder die wir machen, eben halt auch darauf hinzuweisen, eben halt gerade auch die Kritiker des Projektes, die sagen, nee, man sollte es so oder so machen. Man sollte es anders. Dann sage ich immer, ja, prima, dann bring dich doch mit ein, ja, und forme es doch mit in die Richtung, wo du meinst, dass es besser oder gut wäre eben halt. Also immer mein Aufruf eben halt, mach doch bitte mit, ja. Fordert nicht immer nur auf andere, ne, die meistens ja auch ehrenamtlich arbeiten, ne, oder für ein kleines Geld eben halt, sondern wirklich dann zu sagen, ja, das erlebe ich auch so und ich reagiere auch so darauf. Also es gab aber bisher fast überhaupt keinerlei Input in dieser Richtung. Also es sind zaghaft Leute, die ja, an dem man merkt, sie haben vielleicht gerade, müssen frustlos werden, dann sage ich, ja, trotzdem, ja, da steckt auch ein Gedanke drin vielleicht, der uns weiterbringt. Also ich bedanke mich eigentlich für jeden Gedanken, der in unser Projekt fließt. Und wenn ich nicht verstehe, was gemeint ist, frage ich nach, wie es gemeint ist. Und entweder kommt da eine Antwort, in der es genauer erklärt wird, so dass ich damit was anfangen kann, oder es kommt halt nichts mehr. Bleibt den Leuten ja überlassen. Ja, ja. Also. Ansonsten, aktuell wird oft Hilfe gebraucht beim Eintüten. Ja, der genau. Podcast zum Beispiel. Ja, wir haben, ist ja unglaublich, wie das losging überhaupt. Ja, wir hatten diese Idee und dann ist die bestellt worden. Wir kommen überhaupt nicht hinterher und wir sind wirklich fleißig und das darf ich laut sagen, ihr habt über 10.000 Stück oder an die 10.000 haben wir Stück schon und wir haben jetzt schon den nächsten 10.000er Druck in Auftrag gegeben und das dauert einfach ein bisschen. Das heißt, wir kommen so schnell, wie die Bestellungen jetzt drin sind, gar nicht hinterher.
Geht schneller weg. Es ist, und es ist wahnsinnig Gefühl. Viel Arbeit. Also wenn wir so 2000 Karten haben, die in, erstmal müssen wir die Briefe ausdrucken, dann müssen wir sie falten. Also wir haben also eine schöne Produktionsstrecke uns schon ausgedacht und wir brauchen tatsächlich Leute, die mithelfen. Und es sind aber so viele Menschen da, die auch sagen, wenn ich Zeit habe, bin ich da. Ich kann nicht spenden zum Beispiel, was auch überhaupt keine Bedingung für gar nichts ist. Ne? Muss man nicht. Aber ich habe Lust, das zu machen. Und es ist ja auch immer eine lustige Aktion, ne? Wenn wir da zu mehreren sitzen, dann wir haben unseren Spaß. Also das ist einfach auch immer eine schöne Zusammenarbeit. Es ist ja diese positive Energie, die ja von all dem ausgeht. Gleichzeitig, sage ich mal, auch Gespräche stattfinden, wo man das bestehende Gesellschaftssystem ein bisschen verarschen kann. Und dann positiv in die Richtung einfach, das macht riesigen Spaß. Und ich würde sagen, ich spiele nochmal eine Musik und dann würde ich von dir mal noch wissen wollen, wo glaubst du wirklich, dass es hingehen könnte? Was sind deine Wünsche eben halt zu diesem Projekt? Und um dich darauf einzustimmen, spiele ich die passende Musik. Also ich war vor, glaube Anfang der Woche, war ich bei den Users bei einer Veranstaltung und wir haben natürlich auch das Thema Grundeinkommen. Ich merke gerade hier, mein Mikro war nicht offen, toll. Nochmal ganz kurz, wir waren bei den Users zu einer Veranstaltung, haben kurz das Thema Grundeinkommen und so weiter vorgestellt. Ein älterer Herr sagte, Mensch, Grundeinkommen wird noch Jahrhunderte dauern, bis es umgesetzt ist. Und dann hake ich immer gleich ein an dem Punkt und sage, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort, dass wir in 3 bis 5 Jahren das Thema Agenda oder das Thema Grundeinkommen auf der politischen Agenda ganz oben haben und wirklich gesellschaftsweit die Umsetzung. Siehst du das auch so? Ja, ich sehe das auch so. Lustigerweise habe ich vor 3 Jahren eine Frage gestellt bekommen, genau in dieser Art. Und ich habe damals 3 bis 5 Jahre gesagt. Ich bin jetzt nach 3 Jahren Teil des Grundeinkommensteams. Das heißt, für mich hat es sich schon bewahrheitet. Diese natürlich praktische nicht, Umsetzung, genau. Ja, diese praktische Umsetzung. Nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich möchte gesellschaftsweit, weltweit ein Grundeinkommen haben. Ich möchte die Gesellschaft so, dass sie sich so weiterbildet, weil ich glaube, dieses neoliberale System, was wir hier haben, das ist schon gegen die Wand gefahren. Es ist da schon, aber es wird immer noch aufrechterhalten, künstlich, weil einige davon profitieren, nur merken immer mehr Leute, dass es der Gesellschaft eben nicht wirklich nützt. Und ich denke auch in so einem Zeitrahmen wie du, wir fangen an, wir thematisieren es und man wird irgendwann auch gar nicht anders mehr können, weil es sonst, weiß ich nicht, politisch so unruhig wird, dass die einfachste Lösung die Einführung eines Grundeinkommens wird. Muss ich als Wendeberater wieder und ideologisch gut ausgebildeter DDR-Bürger sagen, eben halt, wir wissen alle, wir haben es in der Schule gelernt, der Kapitalismus endet immer in einer Krise, weil er das zur Erneuerung braucht. Und genau das wollen wir Menschen nicht haben, nicht mitmachen. Und da möchte ich aber nochmal auf die Frage zurückkommen oder sie überhaupt stellen, weil wir haben sie noch gar nicht gestellt. Was passiert denn eigentlich mit den Gewinnern? Habt ihr Rückmeldungen, was sozusagen verändert es ihr Leben? Ja, das ist natürlich eine der sehr, sehr spannenden Fragen. Und im Dezember habe ich eben auch diesen Bereich übernommen. Und bis dahin war es so, dass die Idee war, die Menschen erstmal, die Gewinnenden, ne, die 5, so in Ruhe zu lassen, um zu gucken, wie, ohne jetzt Medienrummel, der natürlich sich irgendwie auch angesagt hat, weil das Interesse wahnsinnig groß ist, zu Recht. Jetzt sind 5 Monate vergangen seit der ersten Verlosung. Es sind nicht alle dort so ansprechbar. Einer, der kann im Moment gar nicht. Ich kann überhaupt auch ihn im Moment nicht vermitteln als Pressekontakt. Die Presse ist ja auch sehr interessiert, das zu hören. Wir haben die Mama von dem Robin. Das finde ich überhaupt auch eine ganz spannende Konstellation, die sich äußert, die das gerne macht, um eben auch dieses Projekt zu stärken, weil allen eigentlich klar ist, dass es, das ist das, was wir ja herausfinden wollen. Was passiert? Wie verändert sich das Leben? Wir haben, und dann ab nächsten Wochenende haben wir 2 weitere, die ich dann von Anfang an betreuen werde. Natürlich brauchen die ihre Zeit erstmal, sich damit zurechtzufinden, aber ich würde mir wünschen, dass sie auskunftsfreudig sind, denn das ist das, was wir lernen wollen. Wir wollen lernen, was da passiert und wie wir das nutzen
können. Ja, ich habe ja schon eine Weile im Hinterkopf eine Idee, dass ich würde hier ganz gerne bei Alex eine Fernsehsendung mal machen wollen. Die würde ich ganz gerne BGE-Couch nennen wollen. Würde dann Gegner, die sagen eben halt, alle Menschen, die Grundeinkommen bekommen, legen sich nur noch faul auf die Couch. Ich würde mit ihm das Experiment machen wollen, wie lange er denn liegen bleibt. Ja? Dieses Argument ist ein Totschlagargument. Mhm. Das ist so dahergeholt. Sicher gibt es immer einige wenige, die tun das aber so oder so. Egal, welches System es gibt. Mhm. Völlig wurscht. Und man kann an dieser Handvoll Menschen nicht eine großartige Idee kaputt machen oder einfach theoretisch zerstören, nur weil man sagt, da sind fünf Leute, die würden das aber nicht. Ja, lasst die doch. Das kann unsere Gesellschaft auch. Ja, ja, wir können vieles wegstecken. Es geht um das Gemeinwohl und es geht auch darum, einen Gesellschaftsgedanken wieder zu entwickeln, den ich ein bisschen verloren gegangen sehe, indem wir uns gegenseitig mit Vertrauen entgegenkommen, uns helfen und daran glauben, dass wenn man das Gute im Menschen fördert, sich auch das Gute entwickelt. Mhm. Man hört wieder irgendwie, ja, eine ganze Leidenschaft hört man raus. Was würdest du dir kurzfristig wünschen, wie es bei meinem Grundeinkommen weitergeht? Naja, ich wünsche mir natürlich, dass es so weitergeht wie bisher. Wir sind jetzt im März, können wir das 8. Grundeinkommen verlosen. Das sehe ich jetzt schon. Ich meine, es sind 20% zusammen und erfahrungsgemäß geht zum Schluss immer noch mal ein bisschen schneller. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir diese 100 Grundeinkommen für 2015 schaffen. Was ich mir dadurch aber auch wünsche, ist eine ganz breite gesellschaftliche Diskussion, dass wirklich auch jeder Mensch weiß, was diese Idee bedeutet und worin die Chancen für unsere Gesellschaft liegen. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man das so als Idee propagiert, weil es ist für mich keine Idee, sondern es ist für mich eigentlich eine Rückbesinnung auf das Normale. Ja, dass wir alle an der Nutzung der Ressourcen dieses Planeten beteiligt werden, ja, dadurch unsere Existenz abgesichert sind und daraus uns freibestimmt in die Gesellschaft einbringen. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, das kann ich auch unterstützen, auf jeden Fall. Also es gibt ja viele Ansätze, das zu sehen oder das herzuleiten. Und bei mir ist es eben das, dass ich glaube, dass eine Gesellschaft nur stark sein kann, wenn sie sich füreinander einsetzt. Und das ist bei dem Grundeinkommen, und das ist auch jetzt schon direkt zu sehen, tatsächlich spenden die Leute wie wild, weil sie sich einbringen wollen. Ja, da ist doch schon mal das erste Argument, die es haben, wollen doch nicht geben für Leute, von denen sie gar nicht wissen, was sie damit machen. Stimmt doch nicht. Sehe ich doch. Ja, es ist einfach anders. Und da haben wir in Zukunft ein Argument, dass wir sagen, na, behaupten kann man erstmal viel, aber wir haben es anders erlebt. Ja, und so sehe ich das auch mit dem Grundeinkommen. Also die Bedenken einfach, oder andersrum, die geschürten Ängste, die dieses Grundeinkommen ja verhindern sollen. Dieses Grund- bzw. Urvertrauen wiederzufinden. Einfach darauf zu vertrauen, der andere wird sein Leben auch in seinem Sinne führen. Und ich habe auch kein Recht, auf das, sage ich mal, in irgendeiner Weise einzuwirken, solange wie er sich, sage ich mal, an die gesetzlichen Regeln eben halt hält, die man in der Gruppe aufstellt. Und ansonsten kann er machen, was er will. Und wenn Menschen etwas wollen, dann sind sie überhaupt stark, kreativ und aktiv. Es ist doch aber witzig zu glauben, dass wenn ich Menschen nur so stark wie möglich unter Druck setze, ihnen Angst mache, dass ich dann noch was Gutes dabei rausholen kann. Absurd. Der Wendeberater und sein Berater bedanken sich wieder bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören, sowie bei Alex Berlin für die sendetechnische Unterstützung. Gesprächsprotokolle der Sendung können wie immer gerne bei der NSA nachgefragt werden. Die Adresse könnt ihr über meine Internetseite www.der-wendeberater.de ausspionieren. Wer sich dagegen aber gerne eine visuelle Aufzeichnung der Radiosendung zu Gemüte führen möchte, kann dies in ein paar Tagen im YouTube-Kanal des Wendeberaters tun. Klaus von Kikema Film Berlin hat die Sendung auch heute wieder visuell mit aufgezeichnet und lädt sie dort schnellstens hoch. Die Sendeverantwortung hatte wie immer der Wendeberater Michael Fielsch. Und wenn ihr übrigens selber einmal einen gesellschaftlichen Wendeberater benötigt oder sogar der Meinung seid, dass ihr mit eurem gesellschaftlichen Engagement zu einer positiven Wende unserer Gesellschaft beitragen könnt und diesen Wendebeitrag einmal radioaktiv vorstellen möchtet,
dann meldet euch sehr gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse lautet der@wendeberater.de. Hier bei Alex, dem offenen Kanal für Berlin, geht's gleich weiter mit Afrika-Akzent, dem afrikanischen Kulturmagazin. Und wir hören uns am Donnerstag, den 19. März 2015 von 13 bis 14 Uhr dann wieder. Ich sage tschüss, bedanke mich nochmal bei Christiane fürs Kommen. Und ja, danke für die Einladung. Denke mal, da wird noch ganz viel auf uns zukommen, auf die Gesellschaft zukommen, so wie ich sage eben halt, ich glaube nicht, es wird ein Los, aber kein hartes, sondern eigentlich ein schönes Los werden und will mich da wieder auch mit einer entsprechenden schwungvollen Musik verabschieden. Tschüss. Tschüss. Das Allerwichtigste ist, dass Sie nicht durchdrehen.